Hallo und willkommen zurück mal wieder zu Forza. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Freut mich. Schön, M5. Ja, den wollen wir heute mal ein bisschen tunen. Und ja, was wollte ich noch? Streamer-Modus, genau. Streamer-Modus. Zeige ich euch auch gleich nochmal, wie das geht. Ja, immer erstmal das Tuning. Und dann das Maximum, ich weiß nicht, wie viel Geld ich habe, viel war es nicht mehr. Ein bisschen Handling machen auf jeden Fall und dann gehen wir mal ab auf die Piste. So, hopp, da ist die Maus, individuell. Lohnt sich überhaupt ein Engine Swap? Den hat er drin, 2,6 Liter. Turbo Diesel. V8, 6,2, 5 Liter V10, boah, 5,2 Liter V10. Was war denn noch? 87.000, okay, kommen wir nicht weit. Kaufen und montieren. Türpe. Okay, ist jetzt nicht so teuer. Und auf jeden Fall umbauen auf Allrad. Ist schon mal ganz wichtig, dass wir auch die Traktion irgendwie auf die Straße kriegen, weil wenn du es nur auf Heck hast, Verbindung unterbrochen, okay, das ist sehr schön. Ja, wenn du es nur auf Heck hast, ist es ein bisschen scheiße. Dann bist du nur am Rödeln. So, um das Ganze ein bisschen noch zu dämpfen. Oh, was haben wir hier noch? BMW. Ja, ich weiß nicht, ob wir eine Stino lassen. Ein Spoiler drauf. Ja. Mir gefällt es halt ohne Spoiler mal ein bisschen besser. Nochmal plus 0,9. Ja. Breite Schlappen haben wir schon drauf. Hinten auch. Jawohl. Felgen gefallen mir eigentlich. Lass mal wie die Felgen, wie die sind. Shit happens. Kann man sie trotzdem verbreitern? Jawohl. Nochmal einen Tick höher. Ja, umso größer die Felge ist, umso mehr Gewicht natürlich. Oh. Okay. Dann kannst du sogar die Kamera drehen. Habe ich auch noch nicht gewusst. Gut. Wir machen die fetten Dinger drauf. Noch ein bisschen mehr Zoll. So. Was sind wir denn jetzt? 90.000. Brauchen auf jeden Fall das. Carbonstange. Machen wir auch rein. Machen wir auch rein. Okay, dann haben wir das auch. Dann kommen wir zum Handling. Hat er schon drin? Drift brauche ich nicht. Okay, das kann man auch Standard lassen. Da liegt eigentlich schon so nach Offroad. So relativ flach. Versteifung hat er auch schon. Das ist okay. Gerüstverletzung hat er auch. So, viel können wir jetzt nicht mehr machen. Auf jeden Fall mal Schwungscheibe. Turbolader Kühler. Können wir noch reinbauen. Dann sind wir drüber. Wird auf jeden Fall ordentlich nochmal Leistung geben. Nochmal 172 kW. Okay, dann lassen wir das so. Abgasanlage, kriegt man die noch hin? Jo. 3005, passt noch. Dann haben wir noch 2000 Bar zerquetscht übrig. Dann können wir auch noch den Filter reinsetzen. Gut.
dann passt es. Ich würde sagen, kaufe diese Kiste so, wie sie jetzt ist. Warenkorb, jawohl. Installieren. Und dann schauen wir einfach mal, was rauskommt. Wie er sich so fahren lässt. Ein bisschen runter. So. Besetzung können wir lassen. Ausrichtung können wir erstmal auch so lassen. Stabis lassen wir auch erstmal so. Lassen wir so. So. Lassen wir auch so. Hier haben wir Heck 150 und die Front machen wir beide gleich. Erstmal. Bremse 42% hinten. Bremskraft. Ja, lassen wir auf 100. Beschleunigung, Verzögerung 50% Sperre. Mal hier 15, hier 15. Und im Heck können wir ruhig lassen. Bisschen nach hinten. Die Verteilung machen wir noch 70 und dann schauen wir mal. So, zurück, zurück. Oh, weiß Live-Sitzung wird betreten. Schauen wir mal Map. Was haben wir denn noch Neues? Wir sind nebenbei noch so viel gefahren. Hier mal was Neues. Ja. Machen wir das. Links abbiegen. Boah. Nicht mehr ganz so extrem aus wie vorher. Aber den Hexbrader kann man noch ein bisschen hochdrehen. Machen wir 100, 120. Ach komm, machen wir auf 35, wird schon passen. So. So, schauen wir mal, ob da jemand mitfährt. Ja,
Okay. So, Veranstaltungseinstellungen. Lege die Jahreszeit, das Wetter, die Tageszeit und bei einer Rundstrecke auch die Rundenanzahl fest. Das ist dein Rennen, bis ins kleinste Detail. Das können wir alles verlassen. Lalalala. Okay. Menü? Aufgang oder was? Oh. Das ist ja wieder super. Okay, dann machen wir kurz einen Cut und dann sind wir gleich wieder da. In 400 Metern rechts abbiegen. So, da sind wir schon wieder. Rechts abbiegen. Ziel erreicht. Da, Korb. Hat er das hier eigentlich gespeichert? Müsste es hier drin stehen, ne? Lalalala. Gut. Nö. Kommt keiner. Dann machen wir halt solo. Mal sehen, dass alles mitfährt von den CPUs. Stimmung anzeigen, ja, brauchen wir eigentlich nicht. Los geht's. Oh, ein Hot Rod. Boah. Auch sogar ein Polo fährt mit.
hart, aber ehrlich. Oder Finger. Aber der rutscht immer noch ganz schön. Also beim Rausbeschleunigen auf Straße zumindest. Ja, okay, das kann auch mit den Offroad-Reifen zusammenhängen. Ist ein NSX. Der wäre auch cool. Episch perfekt emult. Ja. Gut, schauen wir uns mal das nächste ran. Jetzt haben wir hier Gärtenquerfeld ein. Haben wir noch ein bisschen Offroad? Hier unten haben wir noch Offroad. Oh, der Ganulet. Ich glaube, den machen wir. Haben wir hier ein Haus noch in der Nähe? Nee. Hinten ist der Titan. Oh. Okay, Rookie. Ich plane jetzt deine Route zur Forzaton Live-Veranstaltung. Da fahren wir hin. Das machen wir mit. In 400 Metern rechts abbiegen. Okay. Jetzt schiebt er über die Vorderachse, wo man auch immer. Rechts abbiegen. Jetzt habe ich mich so auf den anderen konzentriert, was da dann gut spielt, ne? Erstmal wieder anmachen. In 400 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Ja.
100 Metern rechts abbiegen. Der Forzaton Live beginnt gleich. Viel Glück. Rechts abbiegen. Du hast dein Ziel erreicht. Erst noch einmal. Forzaton Live startet in 5, 4, 3, 2, 1, los! Runde 1 ist gestartet! Bei nächster Gelegenheit wenden. In 200 Metern links abbiegen. Links abbiegen. In 400 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Hat es ausgedrückt. Bei nächster Gelegenheit wenden. Runde 1 beendet. Gleich gibt es Runde 2. Bei nächster Gelegenheit wenden. Den Baum mitgenommen. Bei nächster Gelegenheit wenden. Runde 2 beendet. Gleich gibt's Runde 3. Nach 3 Sprüngen. Bei nächster Gelegenheit wenden. Runde
64, ein bisschen weiter. Route wird neu berechnet. So, was haben wir denn jetzt überhaupt? Da ganz unten. Und wir wollten zum Gunlet. Aber ich glaube, das ist wieder so ein Special-Rennen, ne? Na, fahren wir einfach mal hin. Dann können wir so die Autobahn fahren. Verkehr die zweite Ausfahrt nehmen. Okay. Rein. Bei nächster Gelegenheit wenden. In 100 Metern rechts abbiegen. In 400 Metern links abbiegen.
Gespannt. The Gauntlet. Gehen wir mal Kobo versuchen, vielleicht kommt da ja jemand. Scheint bald nicht so. Oh doch, einer. Okay. Hat sich getraut, mitzufahren. Finde ich gut. Die Sofa-Zuweisung dauert noch mal so lang. Jetzt. Ah, sind noch ein paar mehr mitgekommen. Sind wir zu dritt. Okay, dann haben wir C-Klasse auf jeden Fall. Ach du Scheiße. Das ist 1 und wir haben 2 wegen 5 Punkte. Ja, aber das macht es jetzt nicht unbedingt fett, sag ich mal. Ja, anscheinend nur Vollgas. Und er hat bestimmt auch kein Allrad. Da müssen wir echt auf die Map dann gucken. Boah. Ah,
danach der Kurs kann man doch. Jetzt sind wir sonst andersrum gefahren. Oh, der hat schon geschlagen. Ich finde die Wand immer richtig scheiße. Können sie eigentlich wegnehmen, da fliegt man jetzt so schön ab. Okay, wieder ein bisschen Straße. Ja, beim Einbremsen untersteuert das sehr, 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 sehr viel. Schon stark, muss ich sagen. Im Koop. Also im Singleplayer sind die nicht ganz so stark. Obwohl wir hier schon eine Stufe höher gedreht haben.
jetzt haben wir wieder das Untersteuerproblem. Hier so ein Ding mal angefahren mit dem Golf. Eine Folge, aber andersrum. Da sind wir, glaube ich, hier gestartet. Oder weiter unten. Boah. Ja, das war schon ein Ritt. Nicht schlecht, nicht schlecht. Er heißt nicht umsonst der Gauntlet. Sollen wir es nochmal versuchen? Nee. 38.000, nicht schlecht, 49.000. Und Level up. Schon wieder gleich. So, dann haben wir nochmal einen Super Spin oder einen Wheel Spin. Und das Taxi hat gewesen. Na gut, Geld geht auch. Ja, dann danke ich mal fürs Zuschauen und denke mal, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.